und herzlich willkommen zurück im antiken Griechenland. Inmitten der Bronzestatuen. Ja, wir schauen mal, dass wir von hier wieder jetzt wegkommen, ne? So, mein Freund, wir bereit. Wie ich sehe, hast du die Führung beendet. Sicher weißt du die griechischen Skulpturen ganz anders zu schätzen, nachdem du erfahren hast, wie viel Herz und Seele in jeden Schritt ihrer Erschaffung geflossen ist. Sag, was würdest du sonst gern sehen? Genau, haben wir immer noch mal eine Wiederholung des letzten. Bring mich bitte zur nächsten empfohlenen Führung. So führt dich deine Suche nach Wissen weiter. Folge mir. Und da wären wir in Korinth. Bist du tatsächlich wieder dasselbe, Herodot? Ja, Korinth war ja auch mal eine mächtige Stadt. Haben wir schon gehört, ne? Wir haben gehört, die soll... Sollte die 90.000 Einwohner hatte die, also gehabt haben? Ich kann mir es immer noch nicht vorstellen. Ich habe noch nicht nachgelesen, aber... Okay. Ah, Mykene, sehr schön. Das wird interessant, denn hier müssen wir was über... Ja, die alte Argolis, natürlich. So kenne ich natürlich Argos von Agamemnon und dann eben Menelaos, ne? Auf der Peloponnes. Ah, alles klar. Jetzt bin ich wieder drin. In dem Ganzen. Hier steht schon, ne, über Mythologie. Also werden wir wahrscheinlich was über Homer erfahren. Und dem Trojanischen Krieg, könnte ich mir vorstellen. Wenn wir über Mykene was erfahren. Na, bin ich. Oh, da freue ich mich drauf. Wenn es denn so ist. So. Also, wir erfahren jetzt etwas über Mykene. Durchstreifen die Überreste von Mykene, einem Ort, der schon in der Antike nur noch aus Ruinen bestand. Richtig. Ich selbst war dort, habe auf den Ruinen gestanden. Willkommen in den Ruinen von Mykene. Und? Erzähl mal. Man fühlt sich so unbedeutend, wenn man in den Überresten einer solch großen Zivilisation steht. Die Ruinen erinnern mich daran, dass die Vergangenheit nie so weit zurückliegt, wie wir glauben. Also wo ich dort war, da sieht man im Grunde nur noch das Löwentor, wenn man reingeht, und ansonsten sieht man gar nichts mehr, ne? Wenn man nicht die Mystizität dahinter spüren würde und den geschichtlichen Hintergrund, würde man hingehen und würde sagen, ja, schön, ne? Aber so, wenn man dann wirklich sich mit Homer beschäftigt hat und dann so in die Halleneintritt, sag ich mal, das ist schon was anderes. Dies sind die Ruinen von Mykene, dem Zentrum der alten mykenischen Zivilisation. Es war die Heimat großer Krieger und Helden. Auf vielerlei Art bauten Orte wie Athen und Sparta auf seinen Errungenschaften auf. Dieser Rundgang führt dich durch die Ruinen, stellt dir ihre wichtigsten Monumente vor und verrät dir dabei mehr über ihre Geschichte. Ich hoffe, du hast Freude daran. Ich werde dich am Ende deines Besuchs erwarten. Herodotus, ich danke dir für den herzlichen Empfang und die gute Führung. Den mag ich. Der ist nicht so wie der komische Weinhändler. Genau, da ist man so einem Berg rauf. Mir ist der Berg aber steiler in Erinnerung gewesen. Und dann ist man durch das Tor gekommen. Das war so, man musste da ziemlich weit hoch. Also man musste ziemlich hoch laufen. Wenn ich hier das jetzt hier sehe, das ist doch das mykenische Tor, oder? Aber wir sehen es ja gleich, oder? Die mykenische Zivilisation erlebte ihre Blüte in der Spätbronzezeit 1600 bis 1200 vor unserer Zeitrechnung. Während dieser Zeit erstreckte es sich größtenteils über die Peloponnes und Zentralgriechenland. Die Mykener bereisten mit Vorliebe entfernte Länder.
Sie kämpften etwa in der Schlacht gegen die Veluser, die mit den Hethitern verbündet waren. Dieser Konflikt soll Homer als Inspiration für den Trojanischen Krieg gedient haben. Die Mykener reisten aber nicht nur, um Krieg zu führen. Sie lernten viel von ihren Nachbarn, den Minoern auf Kreta. Dazu gehörte auch die Silbenschrift, die sie auf Tontafeln verewigten. Diese Tafeln beweisen, dass die Mykener eine Frühform des Griechischen sprachen. Sie berichten auch davon, dass die großen mykenischen Könige von opulenten Palästen aus über ihre Krieger an Orten wie Mykene, Theben und Knossos herrschten. Deswegen nennt man das auch Palastwirtschaft oder Palastherrschaft. Müssen echt große Paläste gewesen sein. Hier sieht man die Streitwagen, wo eben Homer darüber berichtet hat, aber wie gesagt, dass man nur mit dem Streitwagen zur Schlacht gefahren ist, dort seine ganzen Waffen drauf hatte und dann in den Krieg rein. Mykenische Krieger durchstreifen die Meere auf Galeeren mit 20 bis 50 Ruderern. Das Wissen über ihre vielfältigen Unternehmungen im Ausland verdanken wir einer ganzen Reihe von Quellen, darunter die Fracht von Schiffswracks, der Bronzezeit, ägyptische Artefakte. Oha, das weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht. Mykenische mit Aristokraten auf Streitwagen. Interesting. Ja, und da ist man eben jetzt hingelaufen zu dem Tor und das hat man dann eben. Die Löwen hat man nicht mehr. Das ist das Löwentor, ne? Aber die Löwen kann man nicht mehr so erkennen heutzutage. Das. Aber ich kann mich an das Tor erinnern. Und ich kann mich erinnern, dass es steiler rauf ging. Es ging auch so rauf, ja. Okay, das kann ja schon steil sein. Kann man hier nicht so richtig einschätzen. Der Eingang zu Agamemnons Palast, das Löwentor, ist eines der charakteristischsten Monumente von Mykene. Es ist nicht nur aufgrund seiner Höhe imposant, sondern schüchtert Besucher auch durch sein Relief ein, das zwei Löwen zu beiden Seiten einer Säule zeigt. Leider sind die Köpfe der Löwen, die vermutlich aus kostbarem Metall oder hochwertigem Stein bestanden, im Lauf der Zeit verloren gegangen. Das Tor sollte aller Wahrscheinlichkeit nach einen triumphierenden König bei seiner Rückkehr aus der Schlacht willkommen heißen oder Besucher aus dem Ausland in Ehrfurcht versetzen. Ja, es gab ja damals, seht ihr, so habe ich es gesehen, wie es da unten auf dem Bild ist. Oder jetzt größer hier. So sieht man, da sieht man auch nicht mehr so die Schuppen, was man jetzt gesehen hat. Das ist praktisch nur noch rudimentär. Die Köpfe sind weg. Ne? Man sieht da wirklich kaum noch was vom Löwen direkt. Ne? Pausanias, ja. Im 2. Jahrhundert nach Christi. Pausanias, da erfährt man auch viel Geschichtliches, wenn man Pausanias liest. Ist auch einer der Standardquellen, falls man alte Geschichte studieren sollte. Zahlreiche Siegel, bearbeitete Schmuckstücke aus dem 13. Jahrhundert zeigen Bilder von Löwen, Panthern und Kreien. Ja, damals gab es ja, ne? Wie gesagt, Löwen in Griechenland. Das Löwentor von Mykene. Jawohl. Das ist schon cool, wenn man wirklich selbst dort war und jetzt das so ein bisschen. Aber ist halt schade, dass man es jetzt trotzdem auch als Ruine sieht, ne? Ich hätte es gerne. Na gut. Kann nicht alles haben. Aber man sieht jetzt hier natürlich schon mehr als. Also es ist wirklich kaum noch was vorhanden, ne? Wie ich schon gesagt habe. Hier noch irgendwas im Umkreis? Nee, ne? Gut. Als diese Schächte 1876 von dem Archäologen Heinrich Schliemann entdeckt wurden, glaubte er, die 6 mit Gold gefüllten Gräber stünden in Verbindung zum großen König Agamemnon. Er ging sogar so weit, eine gefundene Goldmaske als die Totenmaske des Agamemnon zu betiteln.
Dies wurde aber bei späteren Ausgrabungen widerlegt, bei denen sich zeigte, dass die 19 Leichen in den Schächten einige hundert Jahre vor Agamemnons Geburt dort begraben wurden. Bei der Bestattung der Körper waren das Löwentor und die Mauern der Zitadelle noch nicht einmal errichtet worden. Man vermutet, dass die Toten in den Gräbern Angehörige der ersten mykenischen Dynastie waren. Die Gräber wurden später zur Pilgerstätte mykenischer Könige, die Mauern errichten ließen, um sie zu schützen. Diese Mauern schützten viele unglaubliche Artefakte, wie den Schmuck einer Frau, Totenmasken und meisterhaft gefertigte Waffen. Ja, Schliemann ist natürlich umstritten. Ich bin kein großer Fan von ihm, obwohl es gibt auch hier in der Nähe von mir gibt es ein Schliemann, glaube ich, Museum. Ich bin kein großer Fan, weil der hat ruchlos gegraben. Der hat nur auf Schätze war der aus. Ne? Alles andere hat er zerstört. So kann man es ruhig sagen. Der hat schnell gegraben und nur das Wertvolle herausgeholt. Also alles andere war ihm eigentlich egal. Und da hat er auch Dinge zerstört, wie Inschriften oder sonst was, die vielleicht für andere Archäologen wichtig gewesen wären, um die Zeit zu entschlüsseln. Ne? Der wollte sowas hier, Goldmasken und sowas. Er wollte natürlich Troja entdecken. Ob jetzt das wirklich Troja war, was man da entdeckt hat, ja, dort, wo man dann ausgegraben hat in der heutigen Türkei, und ob die Griechen jetzt tatsächlich dort waren, so wie es Homer beschreibt. Ne? Es ist möglich, wegen der strategischen Lage, aber es ist nicht bewiesen, so richtig. Ne? Der Homer war ja mehr oder weniger auch ein Bardensänger, ne? Der auch viel gedichtet hat, viel hinzugedichtet hat. Aber es steckt halt immer ein Körnchen Wahrheit auch drin. So, Schachgräber gefunden, Nachbildung der sogenannten Totenmaske von Agamemnon. Ja, wer es sein sollte, weiß wahrscheinlich niemand. Schau mal hier. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Verstecktes. Bisschen Schatten finden wir. Sonne brennt, sag ich euch. Ich hätte einen Hut mitnehmen sollen. Okay. Ja, hier ist nichts mehr. Na gut, wir haben so eine Kapuze hier, ne? Dann ist ja alles gut. Was, hier geht's hin? Okay. Und hier? Ist wahrscheinlich auch nichts mehr. Wir schauen nur noch mal um die Ecke hier rum. Okay. Ja, das sieht man alles nicht mehr. Ne? Die Steine hat man dann für was anderes genommen. Man hat ja meist aus den Steinen der alten Zeit entweder Kirchen dann gebaut. Viele Kirchen sind aus den alten Ruinen gebaut worden oder sonst was. Den Palast sieht man auch nicht mehr. Ist nur noch, ja, sieht man nur noch die Steine und die Fundamente. Mehr ist dann nicht mehr zu sehen. Um 1250 vor unserer Zeitrechnung erreichte Mykene den Gipfel seiner Macht mit zahllosen Wohnquartieren und Werkstätten. Überall wurden Häuser errichtet, vom Gipfel des Palastberges in Tälern, auf den Terrassen innerhalb der Mauern, bis hin zu nahen Hügeln außerhalb der Zitadelle. Bald mussten die Mauern der Zitadelle erweitert werden, um Platz für neuen Wohnraum zu schaffen. Die Menschen, die in der Zitadelle lebten, genossen einen hohen Status, entweder im Militär, im religiösen oder im administrativen Bereich des Königreiches. Dies zeigt sich in den Keramik- und Metallgefäßen in den Häusern sowie an den bemalten Wänden. Ja, so an sich weiß ich eigentlich gar nichts von Mykene. Also nur das, weil Homer habe ich, glaube ich,
weiß gar nicht, wie oft ich das gelesen habe. 5, 6, 7 Mal bestimmt. Aber meist natürlich das Prosa, den Prosa-Text, ne? Oder die Übersetzung natürlich, also nicht das Griechische. So, mykenische Häuser hatten selten Fenster, eher dunkel, schlecht belüftet. Dementsprechend fanden die meisten Haushaltsaktivitäten wahrscheinlich eher im Hof. Ja, das ist eben so, überhaupt in den südlichen Ländern, dass da vieles draußen stattfand. Ne? Wisst ihr, was ich gerade sehe? Ich muss nochmal eine Einstellung machen. Das habe ich schon bei einem anderen von meinen Let's Plays bemerkt. Ja. So. Weil da ist so ein Hintergrund immer gewesen. Das war schon in meinem Ägypten-Geschichte erleben so. Ich weiß jetzt, woran es liegt. Es hat an Grafikeinstellungen gelegen. Jetzt ist es besser. Muss ich immer schauen, dass das weg ist. Okay, weiter geht's. Ist das eine Fahne? Mykenische Fahne? So, was. Ach nee, halt! Wartet, halt. Wir hatten doch gesagt, da ist noch was. Hier oben, ne? Da ist die Frage. Geh mal rauf. Ob wir da noch hinkommen? Muss man jetzt hier raufkraxeln? Echt? Ah, nein, danke. Schaffen wir das? Von hier nicht, ne? Von außen rauf. Hier hat man auch gesehen, war jetzt nicht so glücklich, ne? Hoppa! Ja, der Mykene. Des Mykenes Untergang. Der genaue Grund des Untergangs der mykenischen Zivilisation. Ja, im Grunde ist man schon. Es waren auf alle Fälle nicht die eingewanderten Stämme. Und hier insbesondere auf der Peloponnes sind ja die Dore eingewandelt. Ne? Ach, hier steht's. Gewaltsame Invasion, aber die haben eigentlich schon, da war schon die Palastkultur am Ende. Was man mit Sicherheit weiß, dass nahezu alle wichtigen mykenischen Festungsanlagen auf dem griechischen Festland, ja um 1200 ungefähr, ne, sind die eingewandert, niedergebrannt wurden. Mhm. Der Fall Mykenes war jedoch kein plötzlicher Untergang. Stattdessen erfuhr die Stadt einen langsam qualvollen Niedergang. Oh, warum, ne? Seuche? Streitigkeiten? Herrscher? Schwierig zu sein. Hoppa! So, jetzt müssen wir natürlich wieder die Stelle finden. Es war dort hinten, ne? Ja, keine Ahnung, wie der Untergang. Da streiten sich heute noch die Historiker drüber. Weil es keine richtigen Hinweise gab, warum das untergegangen ist. Ne? Ein Reisender, der den König um eine Audienz ersuchen wollte, musste erst eine steile Rampe vom Löwentor bis zum Gipfel der Zitadelle erklimmen. Von dort wären sie durch einen großen Torbau, den Propylon, in den Palastkomplex gelangt. Einmal im Inneren angelangt, wäre ihr Blick sofort in die Haupthalle des Palastes gewandert, ein monumentaler Bereich, bekannt als Megaron. Der in seiner Blütezeit mit kostbaren Objekten und farbenfrohen Fresken geschmückte Megaron war der Ort, an dem der König Reisende empfing. An seinen großzügigen Tagen teilte der König mit dem Besucher das Eindrucksvollste, was der Palast zu bieten hatte. Die beeindruckende und majestätische Aussicht, die sich von den Feldern der Argolis bis zur gleißenden Ägäis erstreckte. Nicht schlecht.
Was macht denn ihr hier eigentlich? Probleme? So, dann schauen wir in den Palast rein, ne? Ja, beeindruckend ist der schon. Also ja, wie gesagt, der steht heutzutage nicht mehr. Da ist gar nichts mehr da von der Pracht, die er einst oder die ihm einst innewohnte. Ich weiß ja nicht, ja, wie die das jetzt hier rekonstruiert haben. Denn aus Beschreibung? Vielleicht, ne? Aus Quellenbeschreibung. In diesem Palast hat einst der legendäre mykenische König Agamemnon Hof gehalten. Homer und anderen Poeten zufolge führte Agamemnon die Griechen bei der Plünderung Trojas an. Wenn man den Geschichten glauben kann, war er ein ebenso furchterregender Krieger wie Achilleus und ein überaus ehrgeiziger und arroganter Herrscher. Er opferte seine eigene Tochter Iphigenie, um Artemis zu überzeugen, seine Schiffe nach Troja reisen zu lassen. Nach der Eroberung der Stadt kehrte er mit großen Reichtümern und einer Trojanerin namens Kassandra als seiner Geliebten nach Mykene zurück. Agamemnons Gemahlin Klytämnestra war nicht erfreut darüber, dass ihr Gatte ihre Tochter geopfert hatte. Aus Zorn plante sie, ihren Mann zu ermorden. Der Plan gelang. Und abhängig von der Überlieferung wurde Agamemnon entweder in seinem Bad von Klytämnestra ermordet oder von seinem Cousin Aegisthos während eines Festmahls. Ja, und so ging es eben vielen. So ging es vielen Heroen, die damals dabei waren und Troja geplündert haben. Odysseus ist auf eine Irrfahrt geschickt worden. Und wie gesagt, Agamemnon ermordet. Also einige Heimkehrer hat es echt tief getroffen. Und es war nicht nur eine Schlacht hier der Männer oder der Menschen, sondern auch eine Schlacht der Götter. So hat zum Beispiel Apollon, der war auf Seiten der Trojaner und dann Hera war eine totale Gegnerin der Trojaner. Ne? Und so hat jedes so seine Seiten. Die Athene war auf Seiten der Griechen natürlich noch. Und so haben auch die Götter, also laut Gustav Schwab, wer sich das mal durchlesen möchte, haben gegeneinander gekämpft. Ne? Und ganz interessant, also für mich war das halt als Jugendlicher faszinierend. Wie die ganzen Heroen hier miteinander umgegangen sind und so weiter. Achilleus ist natürlich der strahlende Held mit seinem Freund Patroklos und der dann seine Rüstung anzog, in die Schlacht voreilte und dann von Hektor gefällt wurde. Und da ist Achilleus ein klitzekleines bisschen böse geworden und damit endet im Grunde dann auch die homerische Sage. Alles andere mit dem trojanischen Pferd und was da alles dazukommt, das ist was nachgedichtet wurde. Ne? Ist nicht von Homer direkt. Trojanische Pferd ist überhaupt nicht von Homer. Und das endet mit dem Tod von Achilleus, der in die Ferse getroffen wurde. Das war die einzige Stelle, eben an der er verwundbar war. Jo, Bildbeschreibung. Streit zwischen Agamemnon und Achilleus. Genau, es ging ja größtenteils diese 10 Jahre, die man vor den Stadtmauern gesessen hat und keinen Sieg davontragen konnte, war nur wegen dem Streit. Weil es ging auch wieder um eine Frau. Agamemnon hat ihm die genommen, weil er in seiner Arroganz, in seiner Herrscherwürde, wollte er Achilleus übertreffen und so hat er ihm seine Beute genommen, also das Liebste, was er hatte. Ich komme jetzt nicht mehr, um ehrlich zu sein, ich habe schon lange nicht mehr gelesen, auf den Namen der Geliebten von Achilleus oder vielmehr von der Beute. Und ja, und dann hat es sie wieder zurückgegeben, dann am Ende und dreifache Geschenke an Achilleus und ja, dann war alles wieder gut, ne? So, hier kommen wir wieder raus, okay.
Was ist das eigentlich hier für ein... Achso, ich habe gehört, das ist eine Statue. Ich habe gehört, du bist eine Bronzestatue. Okay. Oh, ihr schlaft hier. Oder seid tot. Nee, schlafen. Na gut. Ich hätte jetzt echt gedacht. Wir schauen nochmal hier raus. Ob nicht... Entschuldigung. Irgendwas ist... Gut. Dann wieder andere Richtung. Ja, Säulen, ne? Säulen geben gleich ein anderes Bild. Achso, wir sind schon durch. Ja, dann bin ich gespannt, was wir für ein Quiz uns geben. Ihr ratet wieder mit, ne? Machen wir gemeinsam. Ja, Terra hat gesagt, ich könnte das eventuell auf Steam oder was weiß ich und könnte das dann als gemeinsames Quiz, aber das immer einfach mit, was weiß ich, 8 Aufrufen oder so. Da brauche ich keine Interaktivität mit der Community zu starten. Ne? Ich könnte mit Terra allein dann Quiz machen. Das ging ja eventuell. Du hast diese Führung abgeschlossen. Ich hoffe, sie hat dir die Augen geöffnet. Auch wenn Mykene schließlich untergegangen ist, war es doch eine Art Vorläufer der griechischen Zivilisation, wie wir sie heute kennen. Es ist wichtig, ihrer zu gedenken, und sei es nur, um ihre Fehler nicht zu wiederholen. Nun, was würdest du sonst gern sehen? Ja, so wie man das glaubt, haben die sich die dorischen Stämme und die Mykener eben vermischt, ne? Wie es meist war, auch die Athener mit der einheimischen Bevölkerung, die dort gab, nicht nur erobert, sondern auch vermischt und die Sprache und was weiß ich, Schrift ein bisschen für sich auch angenommen, weil das war ein Nomadenstamm, der dann sesshaft geworden ist jeweils. Ne? Gut, ja, Quiz, los geht's. Fangen wir an. Zunächst habe ich eine einfache Frage. Welche Stadt diente womöglich als Inspiration für Homeros Beschreibungen von Troja? Ist das? Velusa. Also Theben ist ja oben, ne? Also unterhalb des Olymp müsste das gelegen sein. Knossos. Insel? Auf einer Insel? Puh. Muss ich auch wieder nachlesen. Ich sag's ganz ehrlich. Ist gut, dass wir hier das machen. Da ich wieder ein bisschen mich reinlese. Velusa ist auch eine ganz alte Stadt. Ja, Mykene, ne? Nein, die Mykener lagen doch mit den Trojanern im Krieg. Ach so, Velusa. Ja, Mykenes Zwist mit der Stadt Velusa diente möglicherweise Stimmt. als Inspiration für den Trojanischen Krieg. Ich hab wieder falsch Nun zugehört. Zur zweiten Frage. Welchen Gott wollte Agamemnon durch die Opferung seiner Tochter Iphigenia besänftigen, damit er nach Troja konnte? Da merkt man wieder, ne? Da merkt man wieder, wie doof man ist. Ja, klar. Ich hab wieder die Frage. Ich muss die Frage genau studieren. Ich rede mich jetzt mal raus, dass ich heute nicht ganz so fit bin. War ein langer Tag heute. Aber okay, ich will mich nicht rausreden. Das wissen wir aber ganz genau, also das weiß ich zu 100%, obwohl ich hätte beim letzten, er meint noch, na total, wir beginnen mit einer einfachen Frage. Super, ne? So, ihr wisst schon, Athena wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein, Ares, der Gott des Krieges, war auch eher nicht. Apollon wurde tatsächlich in Troja dann erzürnt, nochmal, aber auch von den Griechen, weil sie ihm, und da ist der Streit überhaupt entstanden übrigens, weil Briseis, ich denke, das war der Name, ich glaube, jetzt komme ich wieder langsam drauf, Briseis, und der hat die Tochter von dem Priester des Apoll dort geraubt. Und da hat sich der Priester an Apoll gewandt und der hat dem Lager der Griechen die Pest gesandt mit seinen Bögen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass dort in dem Prosatext stand, er hat immer seine Pfeile, erst hat er die Tiere getroffen im Lager und dann hat er nach und nach die Menschen getroffen und mit der Pest angesteckt. Ne? Das war Apollo.
Ja, aber es war Artemis. Und zwar deshalb, weil Agamemnon hat dort ein geheiligtes Tier der Artemis geschossen, hat sich geprahlt, dass er besser schießen kann als Artemis selbst. Also ich bitte dich, ne? Muss man erst mal sagen, gegen Artemis. Ne? Ja, Agamemnon opferte Iphigenia, um sich mit Artemis zu versöhnen, die ihm daraufhin die Weiterfahrt nach Troja gestattete. Nun, noch eine letzte Frage. Wie lautete der Name von Agamemnons trojanischer Geliebten? Man hat auch Kalchas, der Seher, der war es, der das geweissagt hat, dann, dass Agamemnon, und der war natürlich verhasst, dem Agamemnon, dann Kalchas, ne? Aber er hat gesagt, was soll ich denn tun? Die Göttin, die fordert das nun mal, ne? Und ja, so ist passiert. Ja, Clytemnestra ist natürlich die Frau, die ihn dann ermordet hat, also denkt man. Iphigenia war ja die Tochter. Menelaus war sein Bruder und Kassandra dann natürlich die Geliebte. Ne? Richtig. Nach der Plünderung Trojas segelte Agamemnon mit der trojanischen Priesterin Kassandra nach Hause. Du hast diese Ruinen genau studiert. Ja, okay, das reicht erstmal. Nun denn, dann heißt es wohl vorerst Abschied nehmen. Gute Reise. Und hier bewahrheitet sich wieder einmal das, was den Schülern in der Schule gepredigt wird. Erstens, dass man konzentriert sein muss. Ne? Man muss konzentriert bei dem Ganzen sein. Zweitens, man muss gut ausgeschlafen sein. Wichtig ist, und das merkt man immer wieder, ich merke es auch bei meinem Patenkind, dass sie wahrscheinlich durch das Handy und Tablet und so, dass sie sehr lange noch sich damit beschäftigen. Also ich würde, um ehrlich zu sein, das Handy in der Nacht wegnehmen. Ne? Hört sich jetzt erzieherisch nicht gerade schön an, weil man muss ja immer seinem Kind vertrauen und ho. Aber ja, und sie schlafen auch deshalb schlecht, weil sie sehr, ich sag mal, es gibt das Wort, gibt es nicht, unentspannt, aber sie schlafen teilweise schlecht, weil sie nicht entspannt genug sind. Ne? Sind wahnsinnig aufgedreht, mit ganz vielen Informationen gefüttert. Ne? Und das ist ein Problem. Ne? Und so kommen die in der Schule an. So, Perseus. Da gab es den Film, den habe ich geliebt damals mit Perseus, wie der dann im Spiegel hat er ja dann die gesehen und konnte ihr dann den Kopf abschlagen. Ne? Der Medusa, hier haben wir es. Es gibt mehrere Legenden zur Gründung Mykenes. Die beliebteste Geschichte ist die um Perseus. Nachdem Perseus versehentlich seinen Großvater getötet hatte, tauschte er sein Reich gegen das seines Verwandten Megafentes. Als er in seinem neuen Land dann ankam, fiel ihm der Beschlag seiner Schwertscheide, das Ortband, auf Griechisch Mykes herunter. Perseus deutete dies als gutes Omen, beschloss, an dieser Stelle eine Stadt zu bauen. In einer anderen Version sammelte Perseus einen Pilz auf, ebenfalls Mykes, auf Griechisch und trank das Wasser, das aus ihm floss. Nachdem er seinen Durst gelöscht hatte, beschloss er, dass der Boden, aus dem dieser Pilz gewachsen war, ein passender Ort war. Also Städtegründungen müssen immer einen Mythos haben. Remus Romulus zum Beispiel, da gibt es die unterschiedlichsten Geschichten. Perseus mit dem Kopf der Medusa. Schön. Gut. Dann, ja, bis auf das Quiz, ne? Also bis auf die erste Frage, wie gesagt, Konzentration, immer wichtig, genau schauen, was er fragt, dann bekommen wir das eigentlich ganz gut hin, ne? So, mal schauen, bin gespannt, wo sie uns das nächste Mal hinführen. Ich sag ciao, ciao, ciao und schauen wir sie nochmal, opa, von außen an, unsere Gute, ne? Ja, wie gesagt, ich hätte es gern, dass sie die Kapuze
Wäre schön, wenn sie die Kapuze nicht hätte, aber okay.